liebe es, wie Ratchet einfach absolut keine... keinen Sauerstoff hat. Das geht mir richtig auf die Eier. Ich glaube, das ist eh für den Arsch, was ich hier gleich mache, weil ich eh gleich noch eine Gelegenheit bekomme, das Wasser abzupumpen. Ich gehe jetzt einfach mal hier komplett so durch. Okay, hier ist mal nix. Warte mal, komme ich jetzt von hier oder? Nee. Doch keine Möglichkeit, das Wasser abzupumpen. Scheiße. Okay. Dann machen wir gerade zurück. Oh, nee, das ist mir zu gefährlich. Ja. Aber dich aktivieren, aber dich aktivieren, aber dich aktivieren. So. Und schnell hoch. Ah, wunderbar. Von hier aus kann man nichts machen, oder? Sieht jetzt relativ leer aus. Dann gehen wir mal da hinten hin. Schauen wir mal, was uns hier in diesem letzten Raum erwartet. Auf jeden Fall wieder neue Opfer für den Pyrotizer. Kommt ihr armen Kackviecher. Das Ding hier muss Stufe 4 werden. Wieder keine Muni. Da ist beim Pyrotizer das größte Problem mit der Muni. Ah. Oh. Okay, ich sollte mich erstmal um die Gegner kümmern. Und wieder keine Muni. Oh mein Aggressor. Der ist zwar bei denen absolute Verschwendung, aber irgendwie muss ich den ja mal ein bisschen hochstufen. Er ist immer noch Level 1. Hätte sein können, dass hier hinten was ist. Oh, oh. Wow. Oh, oh, nein, bitte, bitte nicht festbacken. Oh. Gut. Nee, hier ist nichts. Ah, hier ist Pyrotizer-Munition. Toll. Egal. Wow-wee. Und was haben wir da? Es ist genau das, was ich mir erhofft habe. Danke. Eine Sauerstoffmaske. Jetzt kann ich endlich unter Wasser atmen. Sehr gut. Es ist genau das, was ich wollte. Kann ich unendlich lange hier rumschwimmen und alles erkunden. Aber ich denke mal, es wird größtenteils eh nur irgendwelches Kistenzeug wie hier geben. Und ganz selten natürlich so ein paar besondere Verstecke. Also größtenteils wird es irgendwelches Kistenzeug sein, was hier am Meeresgrund ist. Da haben wir zum Beispiel schon irgendwas Besonderes. Die Frage ist halt nur, was ist mit den Gegnern, ne? Angreifen tun die anscheinend nicht, ne? Wo bin ich denn hier? Oh, das könnte schon der geheime Weg sein, ne? Ja, sieht sehr danach aus. Ich denke, wir sind auf dem Weg in Richtung... Ja, sind wir. Ey, weg mit euch.
Weg. So, dann machen wir das nochmal. Dann wandern wir doch mal den Wasserfall hoch. Vielleicht finden wir ja das, was die Brüder damals gesucht haben. Und Goldbolt. Ganz vielleicht. Aber die andere Frage, was sollte da oben sonst sein, ne? So, weg mit euch. Diese Musik. Sie ist einfach so mega happy. Bam. Jetzt ein bisschen aggressor Muni, das wäre doch was. Aber ist leider nicht. Erst. Oh, oh, oh nein, 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 das wollte ich nicht. Faggot. War doch aggressor. Yes! Und was für ein schönes Bild das ist. Schaut euch dieses schöne Bild an. Stufenaufstieg, aggressor, Level 2. Macht jetzt 34% mehr Schaden. Gehe ich mal von aus, dass das was bedeuten soll. Und wir sind schon oben, wie es aussieht. Das ging aber jetzt schnell. Wow. Ey! Oh nö, das Vieh hatte ich jetzt nicht erwartet. Du kriegst's, Alter. Der Aggressor ist eine schöne Waffe für dich. Wenn man denn genug Muni auf Tasche hat. So, und einmal noch die Schmelzgranaten. Ja, wir haben ja was gefunden. Wie kann das denn sein? Ein Goldbolt. Wie lautet dein Status? Clank und ich sind auf Pokitaru. Wir haben gerade verhindert, dass Drake dem Planeten das Wasser abzapft. Du bist ohne mich los? Ich meine, na schön, alles gut. Wir sollten schnellstens Drake Industries angreifen und diesem Blagverrat ein Ende setzen. Verstanden. Ja, ja, ich mache hier keine Hetze. Wir machen hier Urlaub, okay? Wir können hier so lang bleiben, wie wir wollen. Die Frage ist, haben wir jetzt alles gefunden? Ich glaube ja immer noch nicht. Ah, hier hinten war auf jeden Fall noch was. Bisschen Muni sammeln. Hier, daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Da gucken wir doch gleich auch noch mal rein. Aber oh, nice. Sehr geil. Okay. Dann haben wir hier das. Es gibt hier noch ein bisschen was zu erkunden, glaube ich. Das ist ja immer das Schöne, dass wir jetzt unendlich lange unter Wasser atmen können. Alles, was wir jetzt brauchen, ist Geduld. Aber wir sind gerade unter diesem fetten Berg hier, wie ich das sehe. Oder? Sind wir? Vielleicht auch nicht. Mich würde natürlich interessieren, was am Ende von diesem Lava-Bach ist. Oder... Okay. Der entspringt einfach irgendwo... Wahrscheinlich soll ein dieser Lavabach zu der Stelle führen im Wasser, wo diese kleine Insel da ist, gehe ich mal von aus. Weil sonst sehe ich jetzt hier nichts. Naja, der endet dann hier. Und denkt mir wahrscheinlich, scheiße, jetzt habe ich das Ding umsonst verfolgt. Stärke ich einfach mal auf. Und dann sieht man nichts. Doch, da sieht man was. Okay. Nee, aber sonst ist hier nichts. Okay, einmal zurück.
Also wie es aussieht, greifen dann diese Fischwiecher unter Wasser nicht an. Also vielleicht man nähert sich ihnen ganz, ganz eng. Und das habe ich jetzt so nicht vor. So. Au. Fick doch. Oh hey, Trophäe. Wie lautet dein Status? Clank und ich sind auf Pokitaru. Wir haben gerade verhindert, dass Greg dem Planeten das Wasser abzapft. Du bist ohne mich los? Ich meine... Na schön, alles gut. Wir sollten schnellstens Drag Industries angreifen und diesem Blagverrat ein Ende setzen. Verstanden. Okay. Was haben wir denn noch? Wäre schön, wenn irgendwo noch ein Kartendeck oder so versteckt wäre unter Wasser. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Kisten. Aber weiter hinter brauche ich auch gar nicht zu gucken, weil da kommt dann schon wieder die Vulkaninsel und das Zeug. Hier gibt es noch ein bisschen was. Ein, zwei Kisten, die da noch unten im Wasser sind. Na, komm. So. Gar nichts. Ah! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es sich doch noch lohnt, hier weiter zu gucken. Ich habe gedacht, das war's. Na, da ist tatsächlich noch ein Goldbolt. Den ich übrigens nicht erwartet hätte. Ich hätte jetzt eher noch ein Holokartendeck irgendwo unter Wasser erwartet, aber ein Goldbolt? Naja, nö, eigentlich nicht. So, wo... Ah, wir sind schon wieder hier. Okay. Interessant. Gucken wir dann nochmal da hinten, wo das Comic-Treffen war, ob da noch irgendwo was unter Wasser ist. Ansonsten können wir uns, glaube ich, gleich verziehen. Da wird hier nicht mehr viel mehr sein. Also. Oh! Okay. Okay, da ist nichts mehr. Wir können gehen. Oh, Statusbericht. Deine Mutter heißt Quark. Ja, ist ja gut. Wir gehen ja schon zurück. Warte, da hinten ist doch auch noch ein Goldbolt. Ich meine, na schön, alles gut. Wir sollten schnellstens Drag Industries angreifen und diesem Blagverrat ein Ende setzen. Verstanden. Verdammt, hier sind aber auch teilweise Sachen an Stellen versteckt, wo du denkst, okay. Da brauche ich jetzt nicht mehr zu suchen, da habe ich schon alles gesehen. Und dann hast du doch nochmal so ein Goldbolt da. So, wie komme ich denn da ran? Hier, das sieht recht niedrig aus, da kann man doch bestimmt hoch. Okay. Dann einmal hier. Einmal hier auf den Vorsprung. Und einmal hier. Na geil. Noch ein Goldbolt gefunden, siehst du mal. Hatte ich nicht erwartet. Ja, aber sonst ist hier nichts mehr. Bin ich mir ziemlich sicher, dass hier sonst nichts ist. So. Also, außer vielleicht irgendwo ein Holokartendeck, aber das wird er mir leider nicht angezeigt. Also zumindest, ich muss nicht unbedingt alle Sammelkarten vom kompletten Spiel haben, aber es wäre zumindest ganz geil, so viel zu haben, dass man die Reader hat. Also alle Reader-Karten im Endeffekt. Und ich würde mal so behaupten, das sind die schwierigsten. So, den Aggressor können wir jetzt mittlerweile auch aufbessern, wie es aussieht. Aber Piratizer hat uns jetzt hier auf dem Planeten so gute Dienste geleistet. Der hat jetzt auch mal ein bisschen was verdient.
So. Bam! Geheimnisse Laufrüstung freigeschaltet. Druckbehälter. Jeder Behälter in einer Munitionskiste enthält mehr Pyrogenkraftstoff. Das ist sehr gut, weil das ist eins der meisten Probleme, die ich mit der Waffe habe. Bonusreitium, die Reichweite und die Breite von dem Dings. Sehr gut. Gehen wir mal aufs Schiff und gucken mal, ob wir alle Goldbolts gefunden haben. Ja, die Goldbolts haben wir zumindest mal alle gefunden. Nicht schlecht. Herr mit den Koordinaten. Dann auf nach Quartu. Triff dich mit den galaktischen Schutztruppen. Wollen wir Drake mal kurz Hallo sagen? Also, Schutztruppen, unser Angriffsplan ist einfach. Hallo, Sprung nach Skork City. Wir ballern Ihnen die Kugeln um die Ohren, nehmen Drag fest und sind rechtzeitig zu Hause für Waffeln. Ja, Waffeln! Oh, das ist gut. Moment, das ist der Plan? Ja, das ist er. Verzeihung, Captain, aber Drag ist sehr gerissen. Er ist sicher auf einen Angriff vorbereitet. Ich finde es ausgesprochen lobenswert, dass du deine Hausaufgaben so gründlich machst. Aber große Helden tun große Taten. Lasst uns abstimmen. Wer dafür ist, dass wir Drake mit einem riesigen Arsenal die Tür eintreten und einer Galaxie im Chaos den Frieden bringen, sagt ja. Ja! Und wer meint, wir sollen hier die Zeit mit Kuchengrafiken vertun, sagt nein. Nein. Antrag angenommen. Wir greifen Drake Industries heute an. Waffen bereit machen, Schutztruppen. Anzüge anlegen und ab zur Luftschleuse am Heck. In Ordnung, Team. Jetzt geht's los. Denk dran, unser Ziel ist der Vorsitzende Drake. Bereit, Schutztruppen? Ich zähle bis drei. Drei. Bleib dran, Kleiner. Okay, Kumpel. Bist du bereit? Tja, ich, Wow. Ratchet an Schutztruppen. Ich bin in Quartu gelandet, aber mein Düsenpack Treibstoff ist leer. Brax und ich begeben uns drüben zum Komplex. Wir teilen uns auf und halten über Funk Kontakt. Viel Glück, Team! Drag Industries liegt direkt voraus. Los, weiter! Zeichnet er gerade über die PS4 auf oder kommt das jedes Mal? Also es war ja logischerweise eine Szene aus dem Film, deswegen darf man die wahrscheinlich mit der PS4 nicht aufnehmen, weil das Copyright-Rechte verletzt. Was auch immer. Warte mal gerade. Ich muss es mal gerade überprüfen. Ich mach so lange meinen kurzen Cut.